So, Versuch Nummer 2, diesen Adventskalender zu unboxen und diesmal hoffentlich ohne meinen kompletten Schreibtisch unter Wasser zu setzen. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid oder falls ihr zum ersten Mal hier seid. Hi, mein Name ist Kati, willkommen in der Loveunity. Ich habe dieses Unboxing schon mal angefangen zu drehen. Es geht heute um den Balea bei DM Adventskalender. Und weil dieses Ding größer ist als meine Zukunft und ich beim letzten Mal einen noch unaufgeräumteren Schreibtisch hatte, als ich es jetzt hatte und natürlich auch immer neben mir ein großes Glas Wasser stehen habe, stay hydrated, people. Das ist euer Reminder, jetzt was zu trinken. Habe ich, als ich das Intro gemacht habe und den auf den Schreibtisch legen wollte, ein Wasserglas mit 0,4 Liter Wasser drin umgeschüttet und dann quasi ein wenig unfreiwillig meinen Schreibtisch mal sauber machen müssen. Zugegeben, es war absolut überfällig und nötig, aber es war auch ein bisschen frustrierend. Dementsprechend steigen wir heute neu, frisch und unbelastet in dieses Unboxing mit ein. Falls ihr wissen wollt, was der Kalender kostet, was alles drin ist und ob ich finde, dass er es wert ist, dann bleibt gerne dran und let's go mit dem Video. Balea ist ja eine Eigenmarke von DM, dementsprechend habe ich den hier auch bei DM gekauft. Der kostet 16,95 Euro. Gibt es online und auch schon in einigen Stores. Das hier ist einmal die Verpackung. Das ist zwar sehr weihnachtlich, für mich allerdings nicht so unbedingt das, was ich mir aufstellen müsste, sage ich euch ganz ehrlich. Hinten drauf war eigentlich noch ein weiterer Zettel, der so riesengroß war, wo alle Produkte auch mit drauf abgebildet waren und natürlich auch die Inhaltsstoffe. Den habe ich abgemacht, weil auch der unter Wasser gesetzt wurde und ich wollte mich selber ja auch nicht spoilen. Ich werde also wieder wie immer nicht die Türchen von 1 bis 24 chronologisch aufmachen, sondern einfach wild durcheinander, damit die, die ihn sich vielleicht dann nach dem Unboxing noch kaufen wollen, immer noch die Überraschung haben. Bei einem Preis von 16,95 € durch 24 Türchen sind wir bei 70 Cent pro Türchen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr günstig. Den Isana Adventskalender habe ich auch hier und Rossmann hat mir auch noch geschrieben, dass sie mir noch 2 Kalender zukommen lassen wollen, von denen ich noch nicht genau weiß, welche es sind. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Ich freue mich da sehr drauf. Die werden wir dann natürlich auch noch gegeneinander quasi vergleichen. Wir fangen aber heute erstmal hiermit an. Da Balea eher eine Skincare-Marke ist als Eigenmarke von DM, wird hier vermutlich keine dekorative Kosmetik mit drin sein. Dafür haben sie ja den Trended Up Adventskalender. Den habe ich übrigens auch schon unboxed. Ich weiß nicht, wann welches von den Videos rauskommt. Falls eins von den anderen schon zuerst da ist, verlinke ich es unten. Was ich als erstes einmal positiv anmerken muss, ihr seht zwar jetzt, welches Türchen das ist, aber das ist auch in Ordnung. Sie haben hier wieder kleine Sprüche mit reingebracht. Ich finde, das sind so Kleinigkeiten und so Details, die mir persönlich einfach zeigen, mit wie viel Liebe und Hingabe so ein Adventskalender auch gemacht werden kann. Da steht zum Beispiel drin, die Welt ist voller schöner Dinge, genau wie du. Und das finde ich einfach süß. Wir fangen an mit einer Nachtcreme mit Arganöl. 20 Milliliter sind drin. Alle Produkte, die hier drin sind, sind glaube ich auch vegan. Cruelty-free auf jeden Fall. Hier steht auf jeden Fall auch noch vegan mit drauf. Und wie immer auch noch eine kleine Anmerkung. Ich werde die Produkte, wenn es etwas zu swatchen gibt, nicht benutzen. Also ich werde jetzt dran riechen, aber es nicht benutzen sozusagen, weil ich im November immer Livestreams mache mit meiner Community. Die ganzen Adventskalender, die ich aufgemacht habe, neu verpacke. Denn ich werde alles ans Frauenhaus in Bremen spenden. Gut, nicht ganz alles, weil einige Adventskalender haben auch Produkte drin, die ich dann für ein Fullface benutzen möchte, so wie Art Deco und zum Beispiel LH Cosmetics, aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Also das riecht sehr, sehr fruchtig. Ich finde, sehr stark parfümiert. Ich glaube, das ist so eine Creme, da braucht man nur relativ wenig von. Nachtcremes sind ja normalerweise auch, wie gesagt, einfach dann sehr reichhaltig, um die über Nacht drauf zu lassen. Soll den Regenerationsprozess unterstützen und feuchtigkeitsspendend sein. Den Augenbereich aussparen, finde ich, ist ein wichtiger Hinweis. Riecht sehr fruchtig, aber angenehm, ist süß. Geil, da sind auch so kleine Funfacts mit drin. Der größte Weihnachtsbaum, der jemals gemessen wurde, war 67,36 Meter hoch. Alter Verwalter. Hier haben wir ein kleines Micellenwasser. Es ist natürlich auch alles branded, passend zu dem Adventskalender. Das finde ich immer sehr schön, weil man dann weiß, die Produkte sind extra dafür gemacht worden. Ich glaube, das ist auch parfümiert. Es riecht auf jeden Fall ähnlich wie die Nachtcreme. 20 Milliliter sind auch hier mit drin, also mit einem Micellenwasser. Damit wird man sich 2-3 Mal abschminken können, einfach um es auszuprobieren. Bei einem Micellenwasser könnte es meiner Meinung nach ein bisschen mehr sein, es sei denn, man benutzt es zum Beispiel nur für Augen-Make-up, aber auf jeden Fall cute. Hier haben wir eine Fußbutter, die soll nach Schokolade riechen. Das ist für mich nicht so der optimalste Geruch, also da ist mir dieses Fruchtige aus dem hier ein bisschen lieber, aber viele von euch mögen das. Und es ist auf jeden Fall immer noch besser als diese unsäglichen Apfel-Zimt- oder Orange-Zimt-Gerüche, diese typischen Weihnachtsdüfte. Ich finde, die riechen einfach immer nur künstlich und Kopfschmerz.
Suchtpotenzial erregend. Ja, das riecht auf jeden Fall wie Schokolade oder Schokoladenpudding. Fußbutter auch ganz nice. Unsere Füße vernachlässigen wir ganz oft leider, weil wir da nicht so viel drüber nachdenken. Und die tragen uns literally jeden Tag durchs Leben. Das finde ich also auch schön. Letztes Jahr war es auch richtig schön aufgeteilt, weil man irgendwie für alles, das Gesicht, die Hände, die Füße, den Körper, irgendwie so aus jeder Kategorie eine Kleinigkeit hatte, um sich so all over einmal zu pflegen. Das finde ich ganz schön. Oh, hier haben wir was Großes. Eine Bodylotion mit sanftem Duft nach Orange und Lavendel. Wenn ich jemals einen Endgegner hatte, dann ist der das. Oh nein, ich hasse Lavendel, Leute. Okay, es riecht nicht so schlimm, wie man denken würde. Aber geil ist das auch nicht. Was ich ganz gut finde, das ist eine relativ große Bodylotion im Vergleich zu den anderen. Da sind 50 Milliliter drin. Finde ich auch angemessen, weil Bodylotion ist ja für den ganzen Körper, also eine größere Fläche gemeint. Geruch geht für mich halt gar nicht. Da muss ich gerade sehr drüber lachen. Aber finde ich auch schön, dass meine Bodylotion mit drin hat. Ich würde sie nur halt safe nicht benutzen. Gut, dass ich alles spende. Ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Hier haben wir ein Waschgel für jeden Hauttyp. Soll sanft und gründlich Make-up und Schmutzpartikel entfernen. Soll außerdem erfrischend wirken. Und es ist ohne Parfüm. Das finde ich auf jeden Fall gut. Mal gucken, ob es nach was riecht. Riecht tatsächlich auch nach nichts. Finde ich sehr gut. Die Türchen sind auch richtig schön. Man kann die gut aufmachen, ohne dass man sich irgendwie anstrengen muss. Aber sie reißen den Kalender nicht kaputt. Hier haben wir eine Pflegespülung für wintergestresstes Spliss-anfälliges Haar. Soll für optimale Kennbarkeit und ein bisschen Glanz helfen. Mm, das ist, glaube ich, auch die gleiche fruchtige Duftnote wie am Anfang. Finde ich auch schön. Ich glaube, das wäre so Spülung, da könnte ich vielleicht dreimal was rausbekommen für meine Haarlänge. Wer noch längere Haare hat, vielleicht eher so zweimal. Aber zum Ausprobieren auf jeden Fall nice. Hier haben wir eine Handcreme mit süßem Duft nach Haselnuss und Schokolade. Oh, da ist Shea Butter und Panthenol mit drin. Shea Butter wirkt natürlich pflegend. Panthenol wirkt ebenfalls pflegend auf die Haut und auch ein bisschen beruhigend. Und das finde ich zum Beispiel super sinnvoll, einfach für den Winter, genauso wie ich Lippenpflege richtig, richtig gut in Adventskalendern finde. Weil warme, trockene Heizungsluft drinnen versus sehr kalte, meist feuchte Luft draußen, da braucht die Haut einfach extra Pflege. Und das riecht so ein bisschen wie so Nusspli. Also das riecht nicht so krass wie Schokoladenpudding oder so, sondern halt ein bisschen mehr nach Haselnuss. Das riecht ganz angenehm. Hier haben wir noch eine Haarmaske, ebenfalls für wintergestresstes Haar. Soll auch feuchtigkeitsspendend sein. Da ist tatsächlich so viel drin, dass ich sagen würde, davon kann man bestimmt 2 Portionen draus machen. Also wenn man das hier so teilt und ist hier oben voll und hier unten. Also selbst für meine Haarlänge dürfte das auf jeden Fall funktionieren. Ist wahrscheinlich derselbe Geruch wie von der Spülung, gehe ich jetzt mal von aus, weil hier auch dasselbe unten drauf steht. Finde ich auf jeden Fall cool. Ist halt so ein Rundumpflegepaket. Hier haben wir ein Duschgel mit einer Aqua Salesoft TM Feuchtigkeitsformel. Die soll sanft reinigen, soll aber vor dem Austrocknen bewahren und die Feuchtigkeitsbalance der Haut beibehalten. Duft ist Apfelblüte und Kirsche. Das riecht sehr frisch. Also ich finde es richtig schön, dass die Apfelblüte noch so einen leichten frischen Kick mit reinbringt. Der Kirscheduft ist auch nicht aufdringlich, riecht super angenehm. Ich glaube, danach steigt man erfrischt aus der Dusche. Geiles Produkt. Dann haben wir hier noch eine Tagescreme und was ich mal wirklich an dieser Stelle loben muss, es steht mit drauf, es ist ein Lichtschutzfaktor von 15 mit dabei. I know, I know. Erstens, Lichtschutzfaktor von 15 reicht eigentlich nicht, aber ich finde es gut, dass einer drin ist. Man sollte natürlich trotzdem einen dazu tragen und man muss dazu ja auch sagen, normalerweise trägt man Tagescreme nicht in der Dicke auf, wie man zum Beispiel von der Menge her von einem Sonnenschutz bräuchte, um den deklarierten Schutz auch zu erreichen, aber besser als gar nichts. Und wenn man dadurch automatisch einen mit aufträgt und ihn nicht vergisst, finde ich das immer noch besser, als wenn man keinen trägt. Denn der beste Sonnenschutz ist der, den man auch benutzt. Habe ich von Shenya gelernt. Die riecht ebenfalls so fruchtig, flaumig, würde ich sagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht ohne Parfüm ist, sage ich euch ganz ehrlich. Also gerade bei Gesichtsprodukten finde ich es eigentlich gut, wenn kein Parfüm mit dabei ist. Trotzdem, der Geruch ist ganz nice. Und wie gesagt, ich finde es richtig gut, dass sie einen Lichtschutzfaktor mit reingemacht haben. Hier haben wir noch einen Fun Fact. Ich liebe solche Fun Facts, Leute. In meinem Gehirn sind so viel unnütze Informationen, viel mehr als Sachen, die man gebrauchen könnte. Hier steht drin, dass man jedes Jahr 1,76 Milliarden Candy Canes gemacht werden. Also diese Zuckerstangen in weiß und rot gestreift. Crazy, oder? Das hier ist ein Handpeeling mit blumigem Duft nach weißem Lotus und Lilie. Das finde ich sehr schön. Es steht auch hinten drauf, wie man es benutzen sollte. Das finde ich auch ganz gut. Chemisches Peeling ist mir tatsächlich ein bisschen lieber als mechanisches Peeling. Mechanisch meint, dass man wirklich durch die Reibung sozusagen dieses Peeling-Effekt bekommt, weil das meistens ein bisschen reizender und strapazierender für die Haut ist. Das ist jetzt sowas, das würde ich gerne swatchen. Meine kleine Seifenblase. Grüße gehen raus an das Lavendelkind. Du weißt, dass du gemeint bist.
Okay, da kam jetzt gerade ein bisschen Produkt mit raus, während ich daran riechen wollte. Das war wohl vorgesehen, dass ich es dann doch noch swatche. Ich hoffe, Sie nehmen es trotzdem noch als Spende an. Das hier sind die Körnchen. Also man kann die mit bloßem Auge sehen und man kann sie auf jeden Fall auch fühlen. Ich persönlich bin kein Fan von mechanischen Peelings, wie gesagt. Ich weiß, wir alle haben so ein bisschen diese Idee aus den 90ern, dass die Haut richtig spannen muss nach dem Reinigen, sonst ist sie nicht sauber. Aber es bedeutet einfach nur, dass sie echt gereizt ist und dass man sie wirklich, wirklich doll behandelt hat. Und das nicht unbedingt immer was Positives. Dadurch, dass es aber ein Handpeeling ist, finde ich es noch in Ordnung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die neben der Handcreme vielleicht auch noch sowas wie diese. Es gibt auch diese Fußsockenmasken und diese Handmasken mittlerweile. Vielleicht haben sie sowas ja auch noch drin, dass man es nach dem Peeling dann direkt auch eincremen kann. Ich meine, Handcreme haben wir ja schon. Dann haben wir ein Körperpflegeöl mit süßem Duft nach Vanille und Karamell. Oh, das ist mir too much. Also, das riecht so nach dieser sehr künstlichen Vanille. Ich mag Körperpflegeöl total gerne. On top auf meiner Bodylotion über Nacht, um die Haut so richtig, richtig zu pflegen. Da ist Trockenöl natürlich die bessere Variante, damit man sich nicht das Bettzeug versaut. Der Geruch ist für mich nicht so geil, sage ich euch ehrlich, aber dass ein Öl mit drin ist, finde ich ganz schön. Dann haben wir hier noch eine Dusche mit belebendem Duft nach Orange und Zitrone. Da ist auch wieder diese Aquacell Soft Technologie mit drin. Oh nee, nee, oh Gott, nee, oh Gott. Das riecht richtig krass nach Klostein. I'm so sorry. Ich bin totaler Fan von frischen Düften und zitrischen Düften, aber das hier ist nicht zitrisch, das ist Klostein. Oh nee, oh nee, oh, ich krieg so Gänsehaut davon. Nee, das finde ich gar nicht geil, sage ich euch ehrlich. Da ist mir die Vanille von vorher noch lieber. Hier haben wir eine Schlafmaske mit drin. Also die Farbe spricht mich natürlich voll an, passt ja auch zu dem ganzen Packaging und so weiter. Finde ich auch ganz schön, einfach, dass man nochmal dran denkt, sich ein bisschen Ruhe zu gönnen. Ist natürlich ein totales Füllprodukt, muss man einfach sagen. Auf der anderen Seite für 17 Euro in einem Adventskalender, finde ich, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn wir jetzt zum Beispiel wie bei Art Deco oder LH Cosmetics dann Anspitzer oder Proben haben in einem Adventskalender, der 70 Euro kostet oder knapp 300. Also das sind für mich noch zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Hier haben wir noch ein großes Türchen und zwar ein Shampoo, auch aus der für gestresstes Haar-Reihe. Hat ebenfalls diesen flaumigen, fruchtigen Geruch, den ich sehr angenehm finde. Soll Spliss vorbeugen und pflegend wirken. Was ich jetzt ganz spannend finde, Moment, war die Spülung nicht klein? Ich muss mal eben gucken, die sehen auch alle gleich aus. Ein Creme-Handpeeling. Da. Das finde ich ein bisschen schade. Also, wenn ich schon zwei Haarprodukte reinmache, die man nacheinander benutzen kann, dann macht doch bitte die gleichen Größen rein. Also, weil ich zum Beispiel benutze sowohl Shampoo als auch Spülung sehr, sehr großzügig. Das finde ich ein bisschen schade. Oder benutzt ihr mehr Shampoo als Spülung? Vielleicht benutze ich auch mehr Shampoo als Spülung. Also, jetzt, wo ich drüber nachdenke, zum Beispiel von Natucane, mein Shampoo ist auch eher alle gegangen als meine Spülung. Vielleicht erzähle ich auch Bullshit. Who knows? Aber ich fände es trotzdem schöner, wenn die beiden gleich groß wären, sodass man sie halt die ganze Zeit parallel benutzen kann, weil die ja auch aufeinander abgestimmt sind. Trotzdem sehr cool. 50 Milliliter, da hat man auf jeden Fall ein paar Wochen was von. Oh, den Spruch finde ich richtig schön. One kind word can change someone's entire day. Also ein nettes Wort kann den Tag eines Menschen verändern. Verbessern, würde ich jetzt mal noch dazu sagen. Dem stimme ich absolut zu. Also falls es euch heute noch keiner gesagt hat, richte ich jetzt mal kurz das Wort an euch. Ich bin sehr froh, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr mich auf dieser Wahnsinnsreise durch Social Media begleitet und vor allen Dingen durch den Advent Kalender Wahnsinn und die Videos schaut und Likes gibt und Daumen nach oben und Kommentare schreibt und so weiter und so fort. You are appreciated. Und falls ihr jetzt ein Lächeln im Gesicht habt, sagt irgendjemand in eurem Umfeld, dass ihr ihn gern habt. Spread the love. Hier kommt das, was ich vorhin schon gesagt habe, was ich sehr gut finde, ein Lippenbalsam. Da ist Vanilleduft mit drin. Ich sage ja immer, diese Applikatoren mag ich nicht so gerne bei Produkten, wo Farbe mit drin ist, aber bei durchsichtigen Produkten wie Lippenpflege finde ich die überhaupt nicht schlimm. Da sind die auch sehr praktisch. Der Vanilleduft hier ist auch deutlich dezenter als bei diesem Körperöl, was wir hatten, finde ich ein richtig gutes Produkt. Dann haben wir hier noch eine kleine Augencreme mit drin. Da finde ich es auch gar nicht schlimm, dass die so klein ist. Hier steht oben auch noch mit drauf parfümfrei. Finde ich, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, gerade um die Augenpartie herum und auch fürs ganze Gesicht. Dürfen die Sachen gerne unparfümiert sein. Ist Vitamin E mit drin. Vitamin E ist so ein antioxidatives Vitamin, wenn ich das richtig im Kopf habe, das sowohl der Faltenbildung vorbeugen kann, als auch sehr pflegend ist. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich das falsch sage. Aber ich meine, ich habe da noch
was im Hinterkopf. Finde ich sehr schön, dass sie das auch noch mit reintun, quasi noch eine extra Pflege einmal dafür. Dann haben wir hier noch ein Schaumbad. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob wir auch noch was für eine Badewanne irgendwie haben. Mit sanftem Duft nach Orange und Lavendel. Leute, stay away. Da bin ich komplett raus. Ich werde jetzt auch nicht nochmal daran riechen. Das ist einfach nicht mein Favorite. Obwohl der Klostein war das Schlimmste, glaube ich. Ich habe keine Badewanne und nicht alle Menschen haben eine Badewanne. Da finde ich das immer schade, dass sie sowas mit drin haben. Ich kann es trotzdem verstehen, aus dem Self-Care-Ding heraus und so weiter. Und auch im Winter, alle würden gerne in eine Badewanne gehen. Also ich zumindest auf jeden Fall. Ich bin aber froh, dass der Kelch an mir vorbeigeht, weil ich keine Badewanne habe und ich es ja eh spende. Bei diesem Geruch, nein danke. Dann haben wir noch ein Intensivserum mit Hyaluronsäure. Das finde ich auch ganz gut. Das kann man dann quasi benutzen, bevor man die Tagescreme aufträgt oder diese Nachtcreme. Hier ist ein Vitaminkomplex drin, es steht aber nicht genau da was. Soll ein geschmeidiges Hautgefühl geben und ebenfalls feuchtigkeitsspendend sein. Das ist in der Weihnachtszeit bzw. in der Winterzeit, finde ich generell, auch für alle Hauttypen eigentlich wichtig. Selbst für die, die ölige Haut haben, um eben die Haut davor zu schützen, noch mehr Öle zu produzieren, ist so eine Feuchtigkeitspflege ganz cool. Und dass man noch so ein Serum mit dabei hat, um die Haut extra nochmal aufzupeppen, finde ich super. Wir haben nicht mehr viel. Ich hätte mal ein Foto mit dem... Ah, ich kann es mit der Rückseite machen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte mal ein Foto mit dem Kalender machen sollen, bevor ich ihn aufreiße für das Thumbnail. War nicht so smart. Hier haben wir ein Scrunchie mit drin. Ist ein absolutes Füllprodukt. Trotzdem eine Sache, die ich an sich sehr gerne mag. Ich habe super viele Scrunchies mittlerweile. Die benutze ich, wenn meine Haare noch feucht sind, weil dann Haare öfter abbrechen, wenn man halt ein normales Haarband mit benutzt. Die hier sind ein bisschen pflegender. Es passt auch farblich einfach mit dazu. Und wenn man dann irgendwie Shampoo und Spülung benutzt hat, finde ich, wie gesagt, auch bei dem 17-Euro Adventskalender nicht so schlimm wie bei einem 70-Euro Adventskalender. Look at me. Ich bin heute gar nicht Käthe Hassknecht der Beauty-Unboxing-Szene. Ich habe mich verändert. Alle sagen das. Wer das mit dem Kommentar mitbekommen hat, schreibt mir gerne mal einen Kommentar unten rein. Netten aber bitte. Hier haben wir ein Duschsalzpeeling. Das finde ich richtig geil. Das ist nämlich sowas, worauf ich noch gewartet habe. Ein Peeling für den Körper finde ich sehr, sehr gut. Da ist auch so viel drin. 40 Gramm. Also damit wird man mehr als einmal auch den kompletten Körper peelen können. Es ist Kokosöl mit drin und Peelings sind ja dafür da, zumindest am Körper finde ich das sehr sinnvoll, auch mechanische Peelings zu benutzen, um zum Beispiel tote Hautschüppchen abzutragen. Im Gesicht muss ich das nicht so haben, dafür ist meine Haut auch zu empfindlich, sage ich euch ehrlich. Soll einen süßen Duft nach Vanille und Karamell haben, also wahrscheinlich so wie dieses Körperöl. Und ich finde es sehr cool, dass wir das halt auch in der Dusche benutzen können. Ich meine, kann man natürlich auch in der Badewanne, aber sehr cool. Nochmal ein anderes Produkt. Finde ich richtig schön. Ich habe bis jetzt auch keine doppelten Sachen hier drin gehabt. So, noch drei Türchen, Leute. Endspurt. Oh, hier haben wir noch ein Duschpeeling. Mit fruchtigem Duft nach Orange und, oh Gott sei Dank, nicht Lavendel, Beeren. Mit natürlichen Bambus-Peeling-Körnern. Oh, sind die nicht eventuell ein bisschen zu scharf? Da gab es doch mal diesen Skandal rund um diese Walnuss-Schalen, die irgendwie klein gemacht wurden in so einem klassischen Peeling. Und ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt was, also ob das tatsächlich schlimm war oder nicht. Riecht auf jeden Fall deutlich angenehmer als das mit Orange und Lavendel. Und auch das, 50 Milliliter mit drin. Davon hat man auf jeden Fall ein bisschen was, selbst wenn man den ganzen Körper damit peelt. Ist jetzt, glaube ich, das erste Produkt, das doppelt gemoppelt ist. Obwohl, im Moment, Duschsalz? Bin ich doof? Nee, das kann man auch. Muss man nicht in der Badewanne machen. Kann man auch unter der Dusche. Ich wollte nur noch mal gucken. Da ist übrigens auch noch mehr Salz mit drin. Das regt übrigens die Hautheilung an, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, vorletztes. Mit süßem Duft nach Mandel und Haselnuss. Cremedusche. Also auch noch mal was. Wir haben jetzt schon Duschgel gehabt. Eine Cremedusche kann oft ein bisschen pflegender sein. Das riecht richtig krass nach Nusspli. Also wenn ihr das gerne mögt, nach Nusspli zu riechen, dann ist das the one for you. Und last one. Oh ja, das hat tatsächlich noch gefehlt. Wir haben hier noch eine Gesichtsmaske mit Vitamin C. Okay, da ist es natürlich auch gut, dass die Tagescreme mit Lichtschutzfaktor ist, denn Vitamin C ist eine Säure. Und das wirkt dann so, dass die Haut gegen UV-Strahlen sensibler wird. Also da sollte man dann extra drauf aufpassen. Deswegen macht Claudi das zum Beispiel auch so und ich auch so, dass ich chemische Peelings erst ab Oktober, November bis ungefähr Februar, März benutze und sonst während der Sommermonate nicht, weil man dann eher zu Sonnenbrand neigen kann. Wir haben hier auch zwei kleine Sachets, also das ist hier in der Mitte einmal abgetrennt, sodass man halt auch zwei davon mit drin hat. Finde ich sehr, sehr cool. So kann man eben das doppelte Mal Selfcare machen. Das war es jetzt mit dem Inhalt des Adventskalenders. Ich kann ja nicht wirklich zusammenrechnen, wie der Wert insgesamt war. Ich sag mal so, bei allen Sachen, wenn man die jetzt einzeln in diesen Mini-Ständern kaufen würde bei DM, würde man bestimmt einen Euro bezahlen oder so. Dann wären wir bei 24 Euro, vielleicht sogar ein bisschen mehr. So ein Scrunchie vielleicht mal bei 2 Euro oder sowas. Weiß ich jetzt nicht. Ich muss persönlich sagen, ich finde, dass der super süß gemacht ist. Klar, es ist vom Warenwert jetzt wahrscheinlich nicht das riesengrößte Ding oder so, aber für 17 Euro ist das ein stabiler Adventskalender. Das Design ist
süß. Man hat so viele verschiedene Kategorien, so viele Kleinigkeiten. Ein richtiges Self-Care All-Over-Wellness-Programm, das man dann mit sich selber abspielen kann. Und das halt nicht nur einmal, sondern man hat bei vielen Sachen Mehrfachnutzung mit drin. Also das finde ich richtig, richtig gut. Und ich persönlich muss sagen, ist es wert, 17 Euro dafür auszugeben? Ja, finde ich schon. Bei manchen Gerüchen, wie gesagt, bin ich nicht so der größte Fan. Das ist halt meine persönliche Präferenz. Also Orange und Lavendel müsste nicht sein. Und dieser eine Geruch, der einfach roch wie Klostein. Keine Ahnung, wie der da reingerutscht ist, weil die anderen riechen alle ziemlich gut. Aber das wäre mein abschließendes Fazit. Jetzt will ich natürlich von euch noch wissen, in den Kommentaren, würdet ihr den kaufen? Habt ihr den schon gekauft? Werdet ihr ihn jetzt nach diesem Unboxing kaufen? Lasst mich das gerne wissen. Und natürlich auch, ob euch das Unboxing gefallen hat. Das könnt ihr mir natürlich zeigen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder dem Daumen ein Video nach oben, je nachdem, was euch lieber ist. Lasst auch gerne ein Abo da für weitere Adventskalender-Unboxings, Make-up-Reviews und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!